Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schülerinnen und Schüler. Was soll man da noch sagen? Der Bundespräsident hat völlig zu Recht beschrieben, hier vor uns sitzt die Zukunft, hier sitzen diejenigen, die unser Land reicher machen. Und ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Es war sehr beeindruckend zu sehen, dass bei diesem Wettbewerb 32.000 Schülerinnen und Schüler mit über 500 Wettbewerbseinsendungen sich beteiligt haben. Das zeigt ein enorm hohes Engagement der jungen Generation in unserem Land. Es zeigt ein enorm hohes Engagement der Schulen und der Lehrerinnen und Lehrer, ohne die ein solches Ergebnis nicht zustande gekommen wäre. Sie alle haben sich Gedanken gemacht über unterschiedliche Lebensverhältnisse und eine gemeinsame Zukunft in dieser immer schneller zusammenwachsenden Welt. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, seid durch eure Projekte und Partnerschaften als Zukunftsentwickler aktiv geworden. Ihr seid heute ins Schloss Bellevue eingeladen worden und das hat einen Grund. Die Jury war der Ansicht, dass eure Beiträge so überzeugend gewesen sind, dass sie preiswürdig sind, vom Bundespräsidenten entsprechend gewürdigt zu werden. Ich möchte mich bei dem Bundespräsidenten allerdings auch anschließen, was das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer angeht. Ohne dass Sie ganz freiwillig, mit oder ohne Unterstützung, die entwicklungspolitischen Themen auf Ihre Agenda setzen, im Unterricht oder außerhalb des Unterrichtes mit Ihrer Arbeitszeit und Ihrer Freizeit begleiten, ohne das Engagement wäre ein derartiger Preis natürlich auch nicht möglich gewesen. Alle ausgesetzten Beiträge setzen sich mit der Augenhöhe und dem Perspektivenwechsel auseinander. Und der Bundespräsident hat es auch völlig richtig gesagt. Deswegen ist das der Preis für Entwicklungspolitik und nicht für Entwicklungshilfe. In einer globalisierten Welt gibt es keine Helfer und welche denen geholfen wird, sondern es gibt Partner. Partner auf Augenhöhe. Wir arbeiten staatlich zusammen mit souveränen anderen Staaten, die eigene Interessen haben. Die dürfen sie nicht nur haben, die müssen sie sogar haben, um ihr eigenes Land entwickeln zu können. Und so ist das auch bei der zivilgesellschaftlichen Kooperation, dass man natürlich mit Menschen zusammenarbeitet, die eigene Wünsche und Bedürfnisse haben. Und das spiegelt sich durch die gemeinsame Augenhöhe wider. Und der Perspektivwechsel kann hier oftmals sehr hilfreich sein, ein gegenseitiges Verständnis wachsen zu lassen und auf diese Art und Weise Vorurteile abzubauen und eine gemeinsame Zukunft besser zu entwickeln. Ich finde bemerkenswert, wie toll dieser Ansatz bereits schon bei Grundschülern umgesetzt worden ist. Zum Beispiel die 3. Klasse der Grundschule Atta aus Osnabrück. Sie hat gemeinsam mit einer Partnerschule in Malawi ein Theaterstück zum Alltag in Malawi geschrieben. Malawi ist im südlichen Afrika und hat im Moment auch eine schwierige Phase hinter sich gebracht. Eine ugandische Grundschulklasse hat wiederum mit 4 Klassen aus verschiedenen Teilen Deutschlands ein Gemälde über ihren jeweiligen Schulweg gefertigt. Sie haben die Bilder per E-Mail ausgetauscht, sich darüber auseinandergesetzt, kommuniziert und diskutiert. Und so haben die Kinder gelernt, andere Lebenssituationen besser zu verstehen. Und besonders bemerkenswert finde ich eine Aktion, die über die Schule hinausgeht. Dabei hat mich besonders das Projekt über Flüchtlinge beeindruckt. Die regionale Berufsschule, das regionale Berufsbildungszentrum Wirtschaft in Kiel, hat eine Dokumentation über gleichaltrige Flüchtlinge aus dem Jemen, dem Irak und der Türkei gedreht, die eindrucksvoll zeigt, wie Flüchtlinge in Deutschland leben und wie auch durch das gegenseitige Kennenlernen Berührungsängste abgebaut werden können. Neben diesem Dokumentarstück ist ein Theaterstück entstanden mit einem Publikumsgespräch und andere Schulen setzen diesen Film für Bildungszwecke ein. Eure Wettbewerbsbeiträge verdeutlichen ganz klar, man darf sich vor großen Fragestellungen und vor großen Herausforderungen nicht fürchten und sich von ihnen nicht einschüchtern lassen. Und man muss kein Politiker oder Showstar sein, um sich engagieren zu können. Jeder von uns kann dabei helfen, dass unsere Welt ein bisschen besser wird. Und ich möchte euch ermutigen, das auch weiterhin zu tun, euer Wissen an andere weiterzugeben. Zum Beispiel mit unserem Freiwilligendienst Weltwärts, mit dem junge Leute ein Jahr lang in Entwicklungsländern arbeiten können. Unterschiedliche Menschen, Länder, Kulturen kennenzulernen, erweitert nicht nur den eigenen Horizont, sondern ermöglicht auch, im Gespräch mit anderen dazu beizutragen, dass diese Erfahrungen von denjenigen, die sie nicht selbst sammeln konnten, weitergegeben werden.
oder das BMZ, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wir haben mit der Engagement Global GmbH eine zentrale Anlaufstelle für entwicklungspolitisches Engagement geschaffen, wo man sich mit seinen Ideen hinwenden kann, wo man Partner finden kann, um diese Ideen umzusetzen, wo man tatsächlich konkret beitragen kann, etwas zu bewirken. Ich würde mich sehr freuen, wenn durch diesen Preis des Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik noch viel mehr junge Menschen sich zu Zukunftsentwicklern entwickeln würden. Das ist eine blöde Formulierung, sondern doch mehr junge Menschen Zukunftsentwickler werden würden, damit der Beitrag, die Kreativität der kommenden Generationen auch in unseren Partnerländern zu positiven Ergebnissen führt. Die Zukunft entwickeln, das ist das Ziel der deutschen Entwicklungspolitik. Die Zukunft findet auf jeden Fall statt. Die Frage, wie sie gestaltet wird, das kann unsere Aufgabe sein. Und deswegen freue ich mich erstens über dieses unheimlich starke Engagement und zweitens hoffe ich, dass Sie alle, dass ihr alle viel Freude bei dieser Preisverleihung habt, die mit Sicherheit eines der Highlights eurer Schulzeit sein wird, wenn ihr irgendwann mal euren Kindern davon berichten werdet. Vielen Dank.